Ja, moin erstmal. Hier ist der Pensionator auf der Story Map. Frühling und er verfährt sich gerade. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Upsi. Einmal um die Kurve. Nochmal um die Kurve. Ja, was ist passiert? Wir haben die Felder abgeerntet. Der gute Marco hat sich eine Presse angeschafft. Die hat er tatsächlich jetzt auch gekauft. Und hat auch schon das Stroh eingefahren. Das können wir dann nochmal in der Halle uns angucken. Und was er noch getan hat, ist Folgendes. Er hat festgestellt, dass seine Felder, nachdem sie jetzt abgeerntet sind, unbedingt gekalkt werden müssen. Und das trifft nicht nur auf die Felder zu, sondern auch auf die Wiesen. So. Daher hat er sich gedacht, er musste irgendwie was haben, womit er die Felder dann auch entsprechend bearbeiten kann. Ne? Sprich, er braucht einen Kalkstreuer. So. Probleme. Zwei Stück. Diese beiden Probleme sind wie folgt. Er hat zum einen nicht viel Platz auf dem Hof, um Sachen abzustellen. Und zum anderen zusätzlich zu einem bestehenden Düngerstreuer noch einen Kalkstreuer zu kaufen oder zu mieten jedes Mal. Da ist der Geschäftsmann in ihm durchgekommen und hat gesagt, ne, das kann ich nicht machen. Ich muss das irgendwie vereinheitlichen und hat mit dem Händler gesprochen. Der Händler hat gesagt, jo, kein Problem, dein Düngerstreuer hole ich ab, ich bestelle was Neues. Das Neue, was ich hier bestellen kann, sieht wie folgt aus. Ist eine Kombination aus Düngerstreuer und Kalkstreuer. Sieht so und so aus, kannst du benutzen. Total toll. Ja, und das hat der Marco dann auch direkt angenommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob der große MB-Truck mit dem Frontgewicht die 3200 Liter denn jetzt auch gut transportieren kann. 3200 Liter Kalk dürften so ungefähr dann auch 3200 Kilo sein. Wir sehen, er ist hier ein bisschen am Schaukeln, hängt auch hinten ein bisschen durch, aber ich glaube, wir kommen ganz gut vom Fleck. Wir gucken uns das mal an. Notfalls müssen wir halt zu dem Gewicht, das wir vorne dran haben, noch ein größeres kaufen, aber ich glaube, damit sollten wir eigentlich hinkommen. So, dann fahren wir jetzt erstmal auf Wiese Nummer 1. Dann nehmen wir dann auch die Straße und nicht den Feldweg. Aber wir können auch gleich hier vorne aufs Feld fahren. Das muss nämlich eh gemacht werden. So. Boah, es geht eigentlich ganz gut, würde ich mal behaupten. Müssen wir nur einmal gucken, wie weit er wirft. Wenn ich das jetzt nicht so ganz täuscht, müssten das hier so um und bei die richtige Menge an Wurfweite sein. Ja, der wirft ganz ordentlich. 42 Meter haben wir. Da sollten wir mit klarkommen. Und wir sehen auch, dass hier der Kalkverbrauch ordentlich groß ist. Das heißt, ich habe nicht zu wenig gekauft. Wir müssen wahrscheinlich sogar noch mal nachkaufen. Ja, was ist sonst passiert? Der Tierarzt war zwischendurch mal da. Der hat gesagt, Tiere sehen gut aus. Weitermachen. Hat sich die alle angeguckt und will jetzt noch mal, der will jetzt noch mal langkommen und die Tiere alle impfen und bei den Kühen, da waren zwei, da müssen die Hufe gemacht werden, die sind nicht in Ordnung. Das kann der Tierarzt auch direkt machen. Normalerweise gibt es ja auch so extra Menschen, die die Hufe bearbeiten können. Brauchen wir hier im Ort nicht, weil der Tierarzt das selber kann. Der kommt da also entsprechend vorbei. Bei Hotte Hope hat er geguckt. Hotte Hope geht es auch sehr gut. War ja auch schon mal reiten mit ihr und das macht alles so einen super Eindruck. Da sagt er auch alles in Ordnung. Ja, und ansonsten haben wir halt noch die
Schafe und die Hühner und das, was er so sieht, so augenfällig, sagt er, ist erstmal alles in Ordnung. Müssen wir nichts weiter tun. Wenn irgendwas sein sollte und mir ein Tier auffällt, soll ich sofort Bescheid sagen. Aber im Moment ist da also auch alles in Ordnung. Ja, und der Anwalt, der hatte sich auch nochmal gemeldet wegen dem, keine Ahnung, wegen diesem Verwandten da, der da irgendwie Ansprüche angestellt hat. Da gibt es jetzt im Moment keine weitere Reaktion. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten, was da kommt. Wie gesagt, ich darf hier schalten und walten und tun und machen, was ich möchte. Da muss ich mich jetzt irgendwie nicht zurückhalten. Derzeit arbeite ich auch noch mit meinem eigenen Geld, muss ich mal einmal dazu sagen. Ich habe noch keinen Zugriff auf das Hofkonto. Das müssen wir mal schauen, wann die Bank das freigibt. Das wird sicherlich noch ein oder zwei Tage dauern. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier die Teilbreiten einmal ein bisschen reduzieren können. Nicht, dass wir hier wieder genauso weit schmeißen wie vorher. Das war eigentlich mit Steuerung Y. Gucken wir mal, was sind das hier? 21 Meter. Das sollte, glaube ich, reichen. Ja, reicht nicht ganz. Aber machen wir da nochmal eine kleine Tour zurück. Ich glaube, es ist so, wir kommen nicht hin. Wir müssen da nochmal zurückfahren. Aber das ist ja kein Thema. Wir sind ja fix unterwegs hier. So. Der Händler hatte auch noch was erwähnt von wegen Anhänger und Spezialbehälter oder sowas. Da bin ich jetzt auch eigentlich gar nicht so ganz sicher, was er damit meinte. Müssen wir mal fragen gleich. Ist ja schon blöd, wenn wir andauernd nur hier fahren müssen. Das kann man sich dann ja sparen, wenn es da irgendwie Möglichkeiten gibt. Das schauen wir uns gleich mal an. Da sprechen wir gleich nochmal beim Händler vor und hören, was er dazu sagt. Irgendwie muss es hier ja weitergehen. Upsi. Gott sei Dank kam da gar nichts. So. Was mich noch stört, ist, dass hier immer irgendwie mein Spiegel nicht so mitmacht, wie er soll. Das muss ich nochmal umstellen nachher. Das gucke ich mir dann nachher noch. So, dann fahren wir hier mal ran. Ein Stückchen vor. Achso, das ist unten. Okay, wenn das unten ist, dann ist ja gut. Ja, dann würde ich sagen, schnacke ich eben einmal kurz mit dem Händler und dann melden wir uns hier gleich wieder. Ja, so sieht es jetzt aus. Der hatte tatsächlich eine Idee für mich und hat hier die Lösung parat. Also, ich kann an meinen Dünger-Kalkstreuer kann ich hier einen Anhänger dran tüdeln. Ne? Da haben wir jetzt hier so einen Welga-Anhänger gefunden. Den hatte er zufällig hinten stehen. Den hat er mir auch relativ günstig verkauft und schon direkt soweit fertig gemacht. Und dann kam er eben auf die Idee, das macht er wohl öfter, die Schrägbodenbehälter hier zu nutzen. Und das ist eine wirklich geniale Lösung mit den Schrägbodenbehältern. Muss ich ganz ehrlich sagen, zum einen passt da gut was rein. Ja, ich habe jetzt hier 8.800 Liter insgesamt mit. Der Düngerstreuer ist voll. Die beiden Behälter sind voll mit Kalk. Das heißt, ich kann doch dann wenigstens ein kleines bisschen schneller arbeiten, weil ich weniger fahren muss. Das Gute ist jetzt natürlich, oder
Ja, das Gute ist, dass ich halt, wie gesagt, da auch so komplett mit klarkomme. Und super Gerätschaft ist halt, ich kann das hier anschließen und kann das halt per Hydraulik auch hoch und runter pumpen. Ne? Sieht man hier sehr schön. Und jetzt kommt hier einmal die Stimme aus dem Off, der Pensionator. Wer gerne mehr über diese Anhänger noch erfahren möchte, der kann in meine Mod-Vorstellung dazu reingucken. Die werde ich nachher einmal verlinken. Ja, und dadurch, dass ich das hier rauf und runter fahren kann, per Hydraulik, kann ich auch wunderbar im abgesenkten Zustand nachher wieder auffüllen. Soweit das. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Ich bin hier voll beladen mit Kalk, ob wir auch vom Fleck kommen. Ja, funktioniert ja soweit eigentlich schon mal ganz gut. Der eine oder andere könnte jetzt natürlich sagen, warum nimmst du denn, oh, wollte eigentlich abbiegen. Kann ich auch unten abbiegen? Versuchen wir mal. Warum nimmst du denn nicht deinen normalen Kipper? Ja, hätte ich auch machen können, ne? Aber der Händler hat mir das jetzt hier vorgeschlagen und so schlimm finde ich die Lösung jetzt eigentlich gar nicht. Finde ich ganz im Gegenteil eigentlich sogar ganz nice. Also kann mich da nicht beklagen. Ich finde die echt gut, die Lösung. Habt ihr das auch gerade gesehen, dass da irgendwas weggeflogen ist? War das rein zufällig ein Schild? Ach, ich weiß ja nicht, ne? Aber irgendwie. Irgendwie muss ich wohl beim Bürgermeister beichten gehen. Und das kann das wohl gar nicht sein. So, ich mache das jetzt mal so. Ich fahre jetzt hier vorne noch über die Brücke. Und dann biegen wir mal links ab. In der Hoffnung, dass wir da das Schild nicht mitnehmen. Doch. Ah, verdammt. Ich glaube, ich mache mir da jetzt einen Jux draus. Und buch beim Bürgermeister direkt eine Flat. Und stelle die Schilder auch so dicht an die Straße. Was soll das? Also schick hier, ne? Also ich muss schon sagen, mir gefällt es hier wirklich, wirklich gut. Die alten Zeiten, die kommen wieder zurück. So, jetzt bin ich doch wieder falsch abgebogen. Aber hier ist ja gerade was frei. Können wir einmal krähen. So. Oha, der legt sich aber jetzt gut in die Kurve. Meine Güte. Ja, guckst du einmal in die Gegend schon, biegst du falsch ab. Passiert. Soll in den besten Familien vorkommen. Ja, aber so eigentlich. Ist ja doch eigentlich ein ganz gutes Bild, ne? Oder? So. Ja, genau. Ich hob, du machst Mu. Ich fahre hier auf der falschen Straßenseite. Das ist so ein bisschen Absicht. Weil ich ja hier jetzt rein soll. Hier an der Anlage das Ding einmal absetzen. So. Hui. Das ging abwärts. Da hat er ganz schön geschoben. So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Machen wir ihn einmal gleich ein bisschen breiter. Dann kriegen wir nämlich für den Rest noch alles mit. Sollte zumindest. Na, geht doch.
So, das war das. So, kann man da noch hochstellen, gell? Zack. Ja, ich bin auch froh, dass ich den großen MB-Truck genommen habe zum Streuen. Weil es ja doch ein bisschen Gewicht dann auch ist, ne? Ja, er hat zu tun, das merkt man. Er muss ganz schön arbeiten, aber das macht nichts. Wir haben den ja dafür da, dass er arbeitet. Boah, stopp das hier. Aber er kommt ja auch gut in Gang. Kann ich nichts sagen. Ist ja wunderbar. So, upsie, zu spät entschieden. Ja, das dachte ich mir, aber das macht nichts. Wir wollen ja hier hoch. Machen wir jetzt mit Trick 17. Oh, muss ganz schön ackern. Der muss ganz schön ackern. So. War aber jetzt doch falsch, ne? Ich wollte es andersrum. Aber machen wir das andersrum, das ist ja kein Problem. Wir sind ja flexibel. So. Einmal krellen. Und dann klappt das. So, einmal hier gerade ziehen. Dann pumpen wir den gleich mal hoch. Den zweiten auch hochpumpen, das kann eigentlich nicht schaden. So, ja, dann haben wir da schon mal alles soweit vorbereitet. Läuft, würde ich sagen. So soll das sein. Da kommen auch keine Fragen auf, das läuft einfach. Siehst du wohl. So, schmeißen wir mal ein bisschen weiter. Und jetzt kommt nämlich genau der Effekt, den wir erreichen wollten. So, der kann runter. Und dann wollen wir mal gucken, ob er voll läuft. Das sollte eigentlich wunderbar funktionieren. Sieht doch gut aus. So soll das sein. Also, megamäßig. So. Das Einzige, was halt ist, man muss ein bisschen warten. Ne? Der läuft nicht ganz so schnell leer wie eine Palette. Wie so ein Big Bag. Aber ich spare mir die Fahrerei und das ist die Hauptsache. Also von daher finde ich den Anhänger mit den Schrägbodenbehältern hier super. Ich nenne die auch gerne Hopper aus dem Englischen.
Trichter. Von daher meine kleinen Hopper. Ob ich den Anhänger jetzt so behalte, wie er ist, das weiß ich noch nicht. Aber ich finde den bis dahin eigentlich ziemlich cool. Muss natürlich sehen, wo ich dafür einen Platz finde. Das ist so eine Sache. Erstmal ein Schlückchen. Außer Kaffeetasse. So ein Käffchen. Auf dem Träger zwischendurch ist er gar nicht mal so verkehrt. Ne? Ich habe mir vorhin extra einen kleinen Thermosbecher gefüllt. Sehr schön. Fehlt nur noch ein Keks oder ein Stück Kuchen. Das wäre ideal. Aber das gibt's nachher. Vielleicht mache ich das auch ganz anders und ich belohne mich heute einfach mal für den ersten Tag hier. Das wäre doch eigentlich eine geile Idee, dass ich mich einfach mal belohne. Ich fahre nachher einfach noch mal zum örtlichen Kaufmann, nenne ich das jetzt mal. Plattdeutsch sagen wir auch gerne Kaufmann. Und dann werde ich mal gucken, ob der eine schöne Fleischabteilung hat. Und dann werde ich mir in der Fleischabteilung mal ein schönes Stück Fleisch aussuchen. Ich denke mal, so ein schönes Steak, wenn nicht verkehrt. Und dann kaufe ich mir dazu noch ein Sixpack. Schönes, kaltes Bierchen. Und dann muss ich mal gucken, ob der auch vielleicht einen Grill hat. Und wenn der da irgendwo einen Grill hat, egal wie der aussieht, egal wie groß der ist, ist mir scheißegal, dann nehme ich mir alles mit, was ich zum Grillen brauche. Und dann werde ich mich heute Abend mal so richtig schön belohnen dafür, was ich heute alles geleistet habe. Also, soll man auch erstmal einer nachmachen, ne? Die Flächen hier gemäht, geschwadet, den ganzen Scheiß nach Hause geholt. Dann noch die Felder gedroschen. Jetzt bin ich hier am Kalken. Es ist kurz vor 6, fast Feierabend. Also eigentlich sind wir gut davor. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier wieder... Oha, nee, das war falsch. Was haben wir denn hier jetzt? Da muss ich einmal gucken. Kriege ich die Deichsel hier nach vorne gezogen? So, das war schon mal ein Stückchen. Ne? Ja, so wäre das nichts. Vielleicht kriege ich die jetzt noch hier weiter rum. So. Geht doch. Und rein mit uns. Dann werde ich wohl, glaube ich, erstmal zum Laden fahren. Ne? Kurz vor 6. Ich weiß gar nicht, wie lange der auf hat. Huch! Diesmal stand der Baum im Weg. Aber der schiebt auch, das muss ich schon sagen. Der schiebt auch echt ganz schön nach. Der hat echt Gewicht. Also kann man echt nur auf der Bremse stehen. So. Gatter wieder zu. Ne? Wir hatten das ja schon mit den Jugendlichen, die Hecklochsaufen spielen und auch mal wilde Sau auf der Koppel. Na hoch. Der hat ja garstig wieder umgedreht. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier noch was kriegen.
Passt. So. Gut, dann gehe ich mal eben rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, das ging fix. Also, Futter ist gesichert. Das gab zwei Lecker Steak und noch ein bisschen was an Beilage und den Sixpack habe ich auch gefunden. Das ist also schon mal safe. Und die hatten da leider im Laden keinen Grill mehr. Das fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen traurig. Aber gleich gegenüber gab es ja beim Händler vorne an, ist ja die Tanke. Was gibt es auf fast jeder Tanke? Richtig, richtig. Den guten alten 5-Euro-Grill. Tüte Kohle, bisschen was zum Anzünden. Alles da. So. Insofern kann ich mir also nachher schön mein Steak grillen. Das war ein zu früh. In der Küche ist Backofen, da kann ich mir mein Kräuterbrot reinschmeißen. Kräuterbrot, Knoblauchbrot, schöne Dose Bier, paar Tomaten. Also ich bin komplett ausgestattet. Ich kann mich hier gleich wunderbar verköstigen. Und da ich müde bin wie Hulle, werde ich mich da schön auf die Bank setzen, den Grill anschmeißen, mein Bierchen wegschlubbeln. Und ich glaube, sobald ich das Fleisch verhaftet habe und das zweite Bier, geht's ins Bett und ich falle wahrscheinlich todmüde in die Falle. Genau so werde ich das machen. So. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Ja, ich mache jetzt hier nicht die Teilbreite runter, das kann hier gut rauf. Das schadet nicht. Den haben wir auch gleich 1 oder 2 Jahre Ruhe. Ich hatte vorhin mal nachgelesen. Ja, der Händler sagte, ich soll mal gucken beim Bezugsverein. Da soll ich mal nachfragen, ob die nicht einen Berater kennen, der da irgendwie hier in der Region aktiv ist. Und dann soll ich den mal anrufen und dann gucken wir mal, dass wir die Flächen durchgehen mit dem und dass der mir auch so ein bisschen erzählt, wie das aussieht mit Düngemengen und alles, was dazu gehört. Da kenne ich mich nicht aus und ob ich spritzen muss oder nicht oder doch oder. Na. Ja, das sind alles so die Sachen, die man da jetzt so sich einmal dann erklären lassen muss. Da kommt man nicht umhin. So. Nochmal kurz gucken, ob ich nicht nochmal hier so ein. So ein Insta-Foto hinkriege. Das wäre doch was. Und meine Ex-Kollegen mal gucken, was ich so treibe. So, einmal kurz die Drohne hochgehen lassen. Schwingen. Licht, brauchen wir Licht? Nö, ich glaube, das geht erstmal so. Gucken wir uns mal eben an. So, ja, was sagt ihr? Das kann man doch eigentlich so lassen, oder?
Machen wir mal hier so einen kleinen Snapshot. Einmal für Instagram. So kann man das lassen. Gut, denn Drohne wieder ausschalten. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder in die Kiste hoppen und loskommen. So, damit wir auch wirklich unser Steak heute Abend noch gegrillt kriegen. Das ist ja wie gesagt schon kurz nach 6. Weiß nicht, ob ich die Wiese noch kalke. Oder ob ich jetzt erstmal Pause mache. Ich glaube, ich mache erstmal Pause. Und dann müssen die Kühe heute Nacht einmal mit dem Anhänger vorlieb nehmen. Denn ich will den Kalk nicht draußen stehen lassen. Da passt hier ja gut rein, ne? Ja. So. Alles aus. Komm ich hier durch? Boah, durchquetschen. Können wir einmal gucken, ob wir noch ein bisschen Milch gekriegt haben schon. Oh ja, 100 Liter Milch haben die schon. Wahnsinn. Das ist ja mega. Da, 100 Liter. Krass. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ne, kaum kümmert man sich um die Viecher. Tür zu. So, dann geht das. Können wir hier auch die Tür zumachen, oder? Oder kneift das? Na hoch. Bist du anhänglich? Müssen wir nochmal einsteigen. Einmal kurz zurückfahren. Scheint irgendwie ein kleines bisschen abschüssig zu sein. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Die Handbremse wohl nicht angezogen. So, jetzt aber. Handbremse ist angezogen. Tür zu. Machen wir hinten auch zu, damit wir keinen Durchzug haben und der Kalk hier morgen auf dem Hof liegt. So, und dann würde ich sagen, war es das für heute. Werden wir jetzt schön meinen Grill anmachen und nachher schön in die Eier gehen. So, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Pensionator.